So, ja, da sind wir wieder mal mit vielen Erkenntnissen. Ja, wir sind um einige Erfahrungen reicher. Einige Erfahrungen reicher, die nicht nur was mit dem Workshop zu tun haben, sondern auch so einfach, das können wir jetzt nicht erklären, aber es hat sicherlich mit der, wie soll ich sagen, einer Anwendung der Technologie zu tun. Das kann man sagen. Ja. Das kann man sagen, also die durchaus auch eine Bedeutung für die Menschheit hat. Also der Workshop ist so ein bisschen ins Wasser gefallen. Heute schon, ja. Der Regen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, würde ich sagen. Glaube ich auch. Schwierig. Ja, wir mussten ein bisschen umplanen, umstrukturieren. Ja. Und das ist halt wirklich schwierig, wenn du 5 Tage nur hast, wenn du dann in der Situation bist, dass du quasi ganz anders planen musst. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns hingesetzt und haben quasi versucht, die Story zu bauen. Mhm. Die ist eigentlich gar nicht schlecht geworden. Ja, die doch, ist schön. Und wir haben die Kids einfach mal in der App bauen lassen. Die haben irgendwie in 1,5 Stunden 32 Rätsel gebaut. Ja, also die waren echt super motiviert. Die haben es ganz gut gemacht, ja. Wie, hast du ein bisschen was davon gesehen von den Rätseln auch? Also ja, ich habe auch fleißig ein bisschen mitgerätselt jetzt am Ende, als wir es ausprobiert haben. Und die waren echt teilweise auch anspruchsvoll. Es war cool, wenn man viele Charaktere wiedererkannt hat. Also wir wurden auch fleißig mit in die Rätsel eingebaut. Wir? Oh. Ja. Okay. Wir haben auch Teil der Rätsel gespielt, aber doch war echt gut, was die ausprobiert haben. Die haben mit den ganzen Features alles, was sie irgendwie mit einbauen können, haben sie ausprobiert und sind tolle Rätsel rausgekommen. Das ist ja das Faszinierende, finde ich. Also ich glaube, diese App-Form kennen sie noch nicht. Ne? Also die sind ja eher so auf Fortnite und sonst was für Spielen unterwegs und jetzt weniger auf so eine App, die ja auch eine Reduktion bedeutet. Ne? Also es ist ja schon so, dass du, wir erkaufen uns ja quasi die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit ein Spiel zu bauen, indem wir die Funktion der App eigentlich gekürzt haben, wobei Esproto, finde ich, immer noch sehr viel bietet im Vergleich zu anderen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass da so rauskommt. Aber wenn du das jetzt überlegst, den heutigen Tag, ist dir was Besonderes aufgefallen? Irgendwas, eine Erkenntnis jetzt mal, die wirklich so, also außer unserer Erkenntnis? Mal davon abgesehen. Ja, ich würde sagen, dass, also man sieht schon auch Veränderungen, wie die Teilnehmer miteinander umgehen. Mhm. Also wie sie jetzt im Team agieren. Mhm. Wir haben ja jetzt das Prinzip beim Rätselbauen angewendet, dass wir sie ein bisschen durchtauschen haben lassen. Also jeder hat mal so ein bisschen mit jedem gearbeitet. Mhm. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Also die lernen auch gerade, wie sie sich aufeinander abstimmen, wie sie mit ihren verschiedenen Ideen, wie sie da eine gemeinsame draus formen. Ja. Und das fand ich echt stark heute, wie sie das hingekriegt haben. Ja, und ich finde auch diese Story-Idee cool. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, das weiß keiner von euch, die können sich jetzt erzählen. Letztendlich gesehen ist die Geschichte verhältnismäßig einfach. Es gibt einen Big Boss, Name wird noch genauer irgendwie gemacht, der kommt von einem anderen Planeten. Ob er nun ein Mensch ist, ein Alien, eine Maschine, ist auch noch nicht ganz genau geklärt. Kommt aber von einem anderen Planeten und sein Planet ist kaputt. Genau. Er ist geflohen und er hat in seinem Gepäck einen Virus, der nun gefährlich für die Menschen ist. Und er stellt fest, Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes, Mensch, das ist ja doof. Wir müssen jetzt irgendwas tun, um die Menschheit zu retten. Genau. Und es gab wohl mal Forschungsstationen der Menschen, die in irgendeiner Form damit gearbeitet haben schon mal, die wohl schon mal von diesem Virus gehört haben, aber nicht final ein Serum erzeugt, also ein Gegenmittel gegen den Virus, sondern die waren so ganz knapp dran. Mhm. Die wurden dann verschlossen, so richtig genau, warum die verschlossen wurden, weiß man nicht. Die wurden verschlossen durch Rätsel, weil eben seine Spezies, auch da, ob das nun wirklich Menschen sind oder sowas ähnlich, wissen wir nicht, mit Kreativität nicht umgehen kann. Und damit können sie die Rätsel nicht lösen. Also die Menschen können es, mit Rätsel können es nicht. Und er beauftragt dich als Spieler, jetzt diese Rätsel zu lösen, damit in diese Laboratorien reinzukommen, die einzelnen Elemente, also die einzelnen Elixiere und auch die Zusatzinformationen zu holen, damit man dann diesen Impfstoff machen kann. Genau. Und im Laufe des Spiels kommt aber raus, da wandelt sich das so ein bisschen, weil nämlich man mehr und mehr herausbekommt, dass das vielleicht gar nicht so ist, dass es nämlich vielleicht auch so sein kann, dass es ein ganz normaler Böser ist, der seinen eigenen Planeten geschrottet hat, weil er einfach sehr böse ist und jetzt mit dem Rest seiner Herde zu uns kommen will und diesen Planeten bevölkern will. Genau. Und der weiß genau, es gibt die Möglichkeit, dass man diesen Virus bekämpfen kann. Und die Menschen hat ja weit an diesem Elixier gearbeitet und er will es unter Kontrolle kriegen. Aber er kann es natürlich nicht, weil er diese Rätsel nicht schafft. Also erklärt er dieses doch nicht dir, sondern an sich dem Spieler, der Spielerin, diese Story und dann machst du das und wenn du Pech hast,
Das ist vielleicht ganz anders und ganz böse. Und du hast ihm geholfen. Genau, also der Sinn ist ja wirklich, dass du ihm Step by Step immer ein bisschen hilfst, weil du denkst, Mensch, der arme Boss, ich möchte mir helfen, ich möchte irgendwie, ich möchte das Virus stoppen, ich möchte nicht, dass er dran stirbt. Ja. Aber dann durch blöde Zufälle verplappert der sich immer so ein bisschen und gibt so ein paar Hinweise preis. Und dann kommt man so Step by Step wirklich drauf, dass da vielleicht nicht alles so ganz nach dem Plan läuft und vielleicht der Boss gar nicht so der Gute ist. Und man muss am Schluss eine Entscheidung treffen. Mhm. Und wie wir sagen, nicht die Entscheidung ist, oder das machen wir jetzt nicht. So, nee, war ja nicht so viel. Nicht so viel verraten, ja genau. Und ich bin sehr gespannt, also wie das wird. Das heißt, eigentlich, was wir eigentlich gestern erzählt haben, dass wir heute darüber reden, wie es war, durch Georgensmünd zu laufen, können wir jetzt irgendwie nicht. Aber wir können halt schon mal einen Einblick in die Story geben, was ja auch schon mal ein großer Schritt nach vorne ist. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch hier übernachtet. Ja. Das ist ja ein Camp. Ja, genau. Ja. Wie war das so? Wie waren die Kids? War in Ordnung. Also wir haben den Abend dann gestern so verbracht, dass wir einen Film gemeinsam angeschaut haben. Mhm. Und der hatte auch was mit dem Spielen, mit Online-Spielen zu tun. Okay. Das war ganz gut. Also weil die wirklich, die waren den ganzen Tag in diesem Spielemodus drinnen. Und Ready Player One hieß der Film. Mhm. War auch nochmal ganz gut. Den haben wir dann angeschaut. Und dann ging es auch relativ schnell ins Bett, weil dann war es auch schon 11, wie wir dann auf die Uhr geschaut haben. Und an sich war es ganz in Ordnung. Ich meine, die Jungs haben alle unten geschlafen, wir Mädels oben. Deswegen war es bei uns auch relativ ruhig. Aber bei den Jungs ging es dann doch noch ein bisschen länger, was ich so gehört habe. Ja, ja, die machen. Das ist ja so eine Sache, die ich auch gesagt habe, die mir Sorgen macht. Wenn die zu lange eine Party machen, dann sind sie am dritten, vierten Tag gleichen. Mhm. Und dann wird es schwierig, dann müssen wir das Spiel bauen, was ja eigentlich nicht der Plan ist. Genau. Nicht, dass wir keine Spiele bauen können oder wollen, aber in dem Fall sollen die es ja machen. Genau. Ich bin mal sehr gespannt, ja, wie sich das so hält. Also was mich gewundert hat, ist, die fanden die App an sich einfach cool. Also sie hatten da jetzt überhaupt keine Berührungsängste mit. Und sie brauchen halt Zeit, diese Automatismen zu entwickeln. Also das Gefühl dafür zu kriegen, wir haben extra heute jetzt auf Basis dieses Spiels ein Pattern-Modell entwickelt und haben auch die Situation, dass wir für morgen schon klar gesagt haben, überlegt euch mal, was ist so eure Stärke. Mhm. So. Seid ihr eher Rätselmenschen oder eher Storymenschen oder was, so? Was liegt einem besser? Da bin ich mal sehr gespannt, was da morgen rauskommt. Ja. Ne? Ob es da überhaupt so Präferenzen gibt oder. Ich weiß nicht, was wir machen, alle sagen, wir wollen alle Story machen. Dann wird es schwierig, weil wir wollen sie natürlich auch nicht zwingen, da in die Rätselgruppe zu gehen, um dann Rätsel zu erstellen, obwohl sie das vielleicht gar nicht machen wollen. Ja. Da sind wir jetzt echt gespannt, was sie sich überlegen, wie sie das machen wollen, ja. Jetzt, wenn du dir das überlegst, glaubst du, es würde anders aussehen oder das Spiel würde anders sein, wenn wir in der Großstadt wären? Wir sind auf dem Land. Mhm. Ja, also das kann man so sagen. In einer wunderschönen Gemeinde. In einer Gemeinde sind wir. Der Wandelgang, eine Gemeinde. Aber das ist auf dem Land. Ja? Das heißt also auch die Kulturinstitutionen, du hast die, ich weiß nicht mehr. Die Gebäude sind auch ganz anders. Ja, du hast doch keine diese großen Museen oder du hast, ich glaube, kein Opernhaus. Haben wir hier nicht in Georgensmünd? Nee, nee. Mit sowas können wir leider nicht dienen. Ein international bekannten Jazzclub. ein Museum für moderne Kunst ist auch nicht leider so richtig. Auch nicht, da, nee, also, nee, also wir müssen doch andere Kulturräume definieren. Ne? Ja, und das wird interessant, dadurch, dass ja unsere Teilnehmer Georgensmünd gar nicht kennen. Ja. Also es wird echt interessant zu sehen, was sie jetzt als Kulturraum definieren, wo sie sagen, das ist ein Platz, da können wir gut ein Rätsel verstecken. Und was sie dann letztendlich daraus machen, wie das Rätsel aufgebaut wird und welche Beschreibung sie wählen, wie das aussieht, da sind sie ja wirklich frei in ihrer Fantasie. Von dem her wird es vielleicht am Ende gar nichts mit dem schönen Georgensmünd zu tun haben, sondern wer weiß, das ist vielleicht eine Großstadt im 30. Jahrhundert. Keine Ahnung. Und das Faszinierende ist ja, dass man sagt, wir machen Kulturhauptstadtbewerbung und Metropolregion ist mit dabei. Mhm. Und du merkst ja hier jetzt schon, also ganz ohne Wertung, ja, also ich mag beide, Stadt und Land, aber das ist anders hier. Ja. Also das ist so, wenn ich jetzt nachher wieder in Nürnberg bin, das sieht irgendwie anders aus als hier. Das ist das stimmt, ja. So. Und das ist ja auch ganz interessant, weil wir in dieser Kulturraumdiskussion ja immer so ein bisschen, wenn wir mal ehrlich sind, so eher diesen urbanen Kulturbegriff haben. Ne? Also ist das Museum, das Theater, das Opernhaus dein Kulturraum? Das haben wir jetzt hier nicht, also müssen wir hier auch mal ganz anders über Kulturräume nachdenken. Ja. Wir haben halt einfach viel mehr Flächen. Und also, die Körper, genau. Die Körper. das Spielzelt ist leider schon abgebaut. Du kommst eigentlich eher aus der ländlichen Region? Ja, ich komme aus dem Nachbarort von Georgensmünd. Deswegen habe ich gar nicht so viele Bezugspunkte zu Gmünd. Aber ab und obwohl zu du aus dem Nachbarort man, ja, doch, man fährt ab und zu mal durch, aber ich halte mich dann doch eher in Rot aus.
auf, weil ich da ja auch arbeite. Deswegen ich. Und wie findest du jetzt so Diskussion? Wenn, fühlst du dich da mitgenommen, wenn man jetzt so über Kulturräume diskutiert und dann ist das dann so, wo du denkst, von was redet ihr da? Ich meine, also nicht im Sinne, nicht weil das ein Kulturraum ist, aber im Sinne von, wir haben hier kein Schauspielhaus, kein Theater, wir haben irgendwie. Nee, ich finde, ein Kulturraum definiert sich ja nicht irgendwie dadurch, dass es so einen geschichtlichen Bezug hat, sondern ein Kulturraum ist ja auch irgendwie was, ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, wo man sagt, da hält man sich gerne auf und da verbringt man gerne Zeit. Dann ist das für mich, kann es auch sehr wohl ein Kulturraum sein. Ja. Ja, es ist ein sehr gespannt. Das war, was ich wirklich heute gelernt habe, dass ich darüber auch nicht drüber nachgedacht habe, dass man wirklich sagen muss. Wir müssen über Kulturräume, auch über ländliche Kulturräume reden, die gegebenenfalls auch nochmal anders sind, wo dann auch nochmal, glaube ich, eine andere Verbindung zum Digitalen existiert zum Beispiel. Zum einen wegen der grottenschlechten digitalen Infrastruktur. Wir haben Zuschauer. Hallo, wir haben den ersten Zuschauer. Ja, ich habe Zuschauer, meine Lieben. Ah! Wir nehmen immer noch auf, okay. Ja, ganz kurz. Cool. Ist immer live. Ganz so nicht alles gut. Ist live, du bist mit drin jetzt. Wunderbar. Ja, wir fahren jetzt in die Turnhalle. Möchte jemand mit? Ja, weil ich mit nach. Kriegst du noch zum Bahnhof mit? Ja, okay. Dann beenden wir das Ganze mal. So ist das live aufzunehmen. Wir beenden das Ganze mal. Und wir werden morgen immer darüber diskutieren, über die Fragen Kultur und ländlicher Raum. Da haben wir auch ein Thema, falls es morgen genau, und wenn wir dann auch draußen waren, dann können wir auch schon mal ein bisschen mehr dazu sagen. Gut. Ja, okay. Großartig. Tschüss. Ciao. Viel Spaß. Und grüß den Autofokus von heute.